Hier, vielleicht hilft dir das. Danke. Du kannst auf meine Stärke zählen. Wir treffen uns unten bei Askan. Ich werde... Willst du auch noch einen Trank? Halsabschneider. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Und werde hineingehen und etwas suchen, aus dem Kalom ein stärkeres Elixier brauen kann. Dann wirst du meine Klinge brauchen. Ich bin dabei. Gut, wir treffen uns beim großen Durchgang. Beim großen Durchgang, ja. Etwas pervers, ne? Das kann man, naja, kann man pervers interpretieren mit dem großen Durchgang. Aha. Ich denke immer zweideutig, daran müsst ihr euch leider jetzt gewöhnen. Bei selbst bei der kleinsten Sache. So, und bis die anderen beiden Templer hier angekommen sind, ne, machen wir ein bisschen Tea Time. Ja, die zwei Butler werden vielleicht drauf gehen, ich weiß es gar nicht. Einmal diesen Speicher machen. Jetzt ist es soweit. Und einmal den da. Moment mal, habe ich jetzt zweimal den... Nein, passt. So. Ich würde mal sagen, ich gönne mir ein schönes Bierchen. So. Macht das mehr Schaden? Geil. Wusste ich gar nicht. Habe ich gar nicht. Bemerke ich erst jetzt. Okay, dann speichern wir wieder mal schnell. Der erste ist da. Können wir jetzt das Türchen? Nee, ich warte einfach nochmal. Ist ja gut. Guck mich nicht so an. Und du? Latsch schneller. Hat. Gut. Dann würde ich sagen, Askan. Alle vorbereitet. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Oh, 1500 XP. Oh. In Ordnung. Dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen. Oh yeah. Seid ihr bereit, Bitches? Jetzt geht's los. Alter. Ja, dann würde ich mal sagen, wird hier auch heil durchkommen. Oh, haben die mich im Visier? Hä? Wer will sterben, hä? Ja, das kommt aber früh, die Hilfe. Sag mal, willst du nicht wegrennen? Mut plus 10 hat er bestimmt, dass er das noch schaffen mitmacht. Licht. Wir müssen sparsam mit dem Licht sein. Alle hopsasa. Aber wer ins Geschehen rein? Ich habe mich bisher jedes Mal, wenn ich hier drin war, total verirrt. Ich habe nie den Ausgang schnell gefunden. Das muss ich jetzt leider so zugeben. Hey, Kleiner. Oh! Sind schon ein bisschen besser. Boah, das war sehr aber heftig hier jetzt gerade. Hilfe. Oh, Gott. Teil 1 ist geschafft und jetzt ein bisschen fressen. Sklavenbrot ist so gut wie weg. Und ab hier machen wir auch mal einen kleinen Speicher wieder und rennen sofort wieder rein. Hoffentlich hält das Licht länger, als ich denke. Wie lange? Ich glaube, das hält 2 Minuten oder 5. Ist kein großer Unterschied. Nee. Okay, wo müssen wir eigentlich lang? Da lang? Egal, den töten wir noch. Na, bist du vom Licht geblendet? Oder von meiner Coolness? Oder von meiner Schönheit? Hä? Das ist ja irgendwie voll cool, wenn man da hoch könnte. Wo bist du? Ich hab doch noch reingehört.
Die können da wirklich raus, ne, aus diesen Löchern. Also ich will das nur mal so sagen. Oh Mann, ey, wenn ich schreck mich doch eh gleich. Und wo ist der nächste? Fick dich. Sorry für diese Ausdrucksweise. Zahm! Boah! Ich höre schon wieder ein. Ich nehme jetzt diesmal einen Tränkel. Und ein bisschen... ein paar Höllenpilze. Mann, ich sag immer Höhlen. Kann ich irgendwie jetzt mit feinem Bogen hantieren, damit... Ah ja. Zwei. Treff. Da, nein, der andere. Der andere. Hallo? Geht doch. Also. Komm, komm her. Nein, doch nicht du. Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Jetzt mache ich auch noch Party. Oh nee, wir haben nicht gespeichert. Und unsere schöne Lichtquelle ist futsch. Die Waffe weg. Ja, ist ja gut. Boah, das ist dunkel. Sorry für diesen Bart. Jetzt gerade, es wird ein bisschen... Na komm, den oben da, ne? Ich hoffe, das seht ihr jetzt auch noch. Oh, jetzt übertreibt man nicht hier. Locker aus der Hüfte. Wir müssen jetzt wirklich sparsam mit dem Licht sein. Einmal hier speichern. Oh, dass wir gegen die verloren haben, ne? Gegen die zwei. Der eine war ja schon fast tot. Und dann wäre der andere ein Kinderspiel gewesen. So. Licht haben wir wieder. Jeha. Ich bin episch. Okay, wer will sich zuerst messen? Du? Und jetzt bist du da. Komm, greif an. Los. Oh. Das ist mies. Das war jetzt wirklich mies. Der war nämlich so vom Winkel her, dass ich ihm keinen Schaden mehr machen konnte und er mir schon. Das war jetzt echt mies. Dann halt nochmal. Selbe Taktik. Ich hoffe, das klappt jetzt aber auch. Ich habe nämlich keine Lust, das jedes Mal jetzt zum Ausprobieren. Ach, komm. Jetzt brauche ich eine gerade Ebene, so circa. Okay, jetzt bewegt er sich irgendwie. Oh, 70 Leben, plus 70 Leben, komm, nehmen wir jetzt den und so, speichern. Zack. Dann greifen wir wieder an. Ich hoffe, wir haben es nicht mehr weit. Ich weiß das jetzt wirklich nicht, wie tief das Nest geht. Und auf jeden Fall, wenn wir es geschafft haben, renne ich durch, egal wer das noch ist. Ich habe da auf diese EP dann keinen Bock mehr. Ich will das einfach dann nur noch hinter mir haben. Hinter mich. Hm, wer weiß. So, ich glaube, bei den beiden da hinten bin ich jetzt verreckt. Oh, da ist ja noch einer. Ah, ich habe mich vertan.
macht doch nicht immer so viel Schaden, mein Jott. So viel mache ich nämlich nicht aus mit einem Hieb. Bitte geh nicht in meine Nähe, bitte geh nicht in meine Nähe. Jawohl. Ich bin cool. So, jetzt locken wir dich auch mal hier hin. Tja, das lief sogar perfekt, der Kampf hier. Ist da... Mal gucken, ob da oben irgendwas Besonderes ist. Ach, ich gehe da nicht lang, nein. Wir gehen jetzt zu den roten Adern des Nestes. Nun wird es brenzlig. Enger Raum. Mehrere Crawler. Oh yeah. Der Tod ist da. Zap, und jetzt komm, du auch. Na komm, na komm. Also ich glaube, ich hätte voll Schiss, wenn so ein riesiges Vieh mit mehreren Augen mich anguckt und... Oh. Ich hoffe, du bleibst da jetzt so... Das ist nice. So, kriegst du auch Schaden, wenn ich dich abschieße, hä? Oder... Ich glaube, die macht das gar nichts aus, ne? Nee, die macht das eben nichts aus. So, nochmal ein Speicherstand. Nummer uno. Nummer... Nee. Und jetzt noch einer. So, Leute, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich hoffe, das packe ich. Wow. Okay, ein bisschen einfach, wa? Okay. Schnell was futtern. Komm, verreck doch endlich.